Vor kurzem sah ich ein Bild, das ich Ihnen mit Hilfe eines Bibeltextes gerne vorstellen möchte. Das Bild hat gemalt Theoderich von Prag und er hat es benannt die heilige Elisabeth von Thüringen. Vor 1365 wurde dieses Bild Tempera auf Holz in Prag gemalt. Heute ist es dort zu sehen. Ich habe es mir, als ich vor einigen Jahren dort in Prag war, angesehen und es hat mich tief beeindruckt. An dem Morgen, als ich mit Kolleginnen und Kollegen eine Andacht erlebte, las jemand einige Sätze vor aus dem Propheten Jesaja im ersten Kapitel. Dort heißt es: Hört das Wort des Herrn, hört auf die Weisung unseres Gottes. Was soll ich Gott mit euren Opfern? Ich habe sie satt. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich nicht hin. Denn eure Hände sind voll Blut, wascht euch, hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun, tut Gutes und helft den Armen und Unterdrückten. Kommt doch, wir wollen prüfen, ihr und ich, ihr Menschen und ich Gott, wer recht hat. Wenn ihr willig seid und hört, werdet ihr das Beste des Landes essen. Wenn ihr euch aber auflehnt, werdet ihr vom Schwert gefressen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Als ich dieses Bild sah, dachte ich, hochaktuell. Da wird beim Propheten Jesaja beschrieben, dass oft das, was wir für gut und richtig halten, und das, was wir tun, auseinanderklafft. Dass vielleicht sogar Gott, wir denken, würde es nicht merken. Und dann hören wir von ihm. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich nicht hin. Dieses Bild lädt mich ein. Schau einmal, was ist dir wirklich im Leben wichtig? Und lebe es. Theoderich von Prag hat dies nun deutlich gemacht an der heiligen Elisabeth von Thüringen, weil viele Menschen, ich auch, immer wieder sagen, ja, das ist ja gar nicht möglich, gerecht zu sein, barmherzig zu sein, mit anderen Mitgefühl zu haben, zu schauen, was das eigene Verhalten für Folgen hat. Das schafft man ja gar nicht. Theoderich sagt, doch. Schau sie dir an, diese sogenannte heilige Elisabeth von Thüringen. Es gibt Menschen, die dies ganz praktisch in ihrem Leben durchgeführt haben, wie sie die Elisabeth. Und darum hat er es gemalt. Nicht als, ach, das schaffst du ja sowieso nicht, sondern als Einladung. Schau, es ist möglich. Es ist möglich zu schauen, dass mein Verhalten Folgen hat. Immer hat es Folgen. Und es macht mich manchmal traurig, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, naja, die nächste Generation muss das ausbaden, was, wie wir heute leben, aber das ist mir egal. Und Theoderich und Jesaja sagen, es hat auch für dich Folgen. Wenn deine Hände voll Blut sind oder voller Plastik oder voller CO2 oder deine Schultern zucken, ich alleine kann noch nichts machen. Und andere tun doch auch. Theoderich lädt mich ein. Schau doch in deiner Nachbarschaft. Was habe ich jetzt wieder gehört? Dass es Einrichtungen gibt, die ganz bewusst ältere Menschen anrufen, damit sie nicht nur die Stimme des Fernsehers haben. Wäre es nicht auch was für mich? Vielleicht könnte ich mir vorstellen,
wie jemand, den ich schon lange nicht mehr angerufen, gesprochen oder umarmt habe, mich anlächelt und mich dann langsam auf den Weg mache. Einen Schritt nach dem anderen, ich muss ja nicht die ganze Welt gleich retten, aber ein wenig konsequenter sein. Denn, so beschreibt Jesaja es, dann haben wir selbst etwas davon. Wenn ihr, so schreibt er, willig seid und hört, werdet ihr das Beste des Landes essen. Stellen Sie sich einmal vor, dass Gutes tun und Essen zusammengehört. Wie ernähre ich mich? So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.